1983 kam der erste Renault Espace auf den Markt. Das war ein Van. Damals waren sie beliebt, mittlerweile hat sich es ausgewähnt. Immer weniger Vans gibt es. Und auch bei der sechsten Generation des niegelnagelneuen Renault Espace, den wir glücklicherweise, als er frisch auf den Hof gerollt ist, direkt wieder vom Auto aus Stadelbauer abgreifen konnten, ist kein Van mehr, sondern ein SUV. Aber ich finde, er hat immer noch seine Van-Charakteristik, immer noch so ein bisschen Van-artig. Werden wir natürlich dann noch drauf zu sprechen kommen im Laufe des Videos. Wir werden euch alle Informationen über den neuen Espace liefern. Wie sieht er aus? Was hat er für Motoren? Welche Sitzmöglichkeiten gibt es? Wie sieht er innen aus? Wie sieht die Assistenz aus? Was bietet er denn aktuell alles? Und am Fazit natürlich immer, was kostet dann der ganze Spaß? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive. Hier aus dem heute ein bisschen regnerischeren Schwarzwald mit dem niegelnagelneuen Renault Espace. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dürft ihr uns gerne abonnieren. Das freut uns nicht nur, sondern dadurch wachsen wir natürlich auch und können euch immer mehr solche schicken Flitzer zeigen wie den neuen Espace, der derzeit bei 43.500 Euro startet. Dann in der Ausstattungslinie Techno, da ist schon relativ gutes Ausstattungsniveau dabei, wie zum Beispiel auch eine elektrische Heckklappe. Darüber liegt dann Esprit Alpine, das ist das sportliche Trim bei Renault mittlerweile, ersetzt die RS-Line und allgemein RS-Sport. Und haben wir euch beim Austral gezeigt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und darüber liegt Iconic, die bringen wir heute mit. Ist schon relativ vollgepackt, trotzdem gibt es natürlich ein paar Dinge, die man noch dazu buchen kann. Das hier ist ein Vollausstatter, wir können euch somit alles zeigen heute, was der Espace bieten hat. Wir fangen wie immer hier an der Front an. Motorhaube mit ein paar Designlinien, großes Renault-Logo, das moderne. Man hat drunter noch die Frontkamera für die insgesamte 360-Grad-Kamera. Den neuen Espace erkennt man ganz gut an diesen vertikalen Streben. Wir haben trotzdem ein paar schwarze Elemente noch. Allgemein die neue Front von Renault gefällt mir sehr gut. Also auch so ein bisschen sportlich, obwohl wir gar nicht die sportliche Ausstattungslinie haben. Und auch natürlich hier noch ein Air-Curtain tatsächlich, wo so ein bisschen Luft durchfließt. LED ist tatsächlich schon Standard. Wir können aber noch auf Matrix-LED-Lichtscheinwerfer upgraden, das haben wir jetzt hier gemacht. Das heißt, vorausfahrende, entgegenkommende Verkehrslinien werden ausgeblendet. Ihr habt trotzdem vollstes Fernlicht und es funktioniert auch recht ordentlich. Hat eine schöne Ausleuchtung, die anderen wurden nicht geblendet und das ist hier natürlich alles LED, auch die Blinker. Jetzt kommt ihr natürlich ins Spiel, sehr spannende Sache, werden wir immer zur Seite laufen. Schreibt doch gerne mal drunter, was ihr zum Design des neuen Espace so sagt. Der neue Espace ist 4,72 Meter lang, er ist 1,84 breit und 1,65 hoch, damit ihr wisst, ob er in eure Garage passt. Was mir gut gefällt, sind die ganzen schwarzen Elemente. Nicht nur die abgedunkelten Scheiben, sondern um die Scheiben auch diese schwarzen Elemente. Schwarze Spiegel, schwarzer Schweller und auch hier um das Rathaus dieses schwarze. So zweifarbig setzt sich es halt immer noch ein bisschen besser ab. Ist einfach optisch ein bisschen schöner. Also das ist eine schöne Sache, wie ich finde, und passt ganz gut zu dem Fahrzeug. Was ihr nicht seht, aber im Innenraum werden wir es natürlich sehen, weil das einfach den Innenraum viel heller macht, ist dieses riesige Panoramadach, was wir jetzt hier dazu gebucht haben. Tausender kostet das extra, ist aber dafür sehr groß, ist allerdings ein festes, lässt sich also nicht öffnen. Übrigens habe ich euch ja die Abmaße gesagt, er ist 14 cm, also kürzer als der vorherige Espace. Aber man soll trotzdem mehr Platz im Innenraum haben, das zeigen wir euch natürlich. Da es jetzt ein SUV ist, habe ich für euch auch mal die Bodenfreiheit, 180 mm ist die angegeben. Fünf Farben gibt es für unsere Iconic-Ausstattung, für den Esprit Alpine gibt es eine Farbe mehr, warum werde ich noch sagen. Unsere Farbe ist das Nachtblau, eine sehr schöne Farbe, passt gut zu dem Auto, so ein schönes Dunkelblau, steht dem Fahrzeug unheimlich gut. Ich würde tatsächlich aber wahrscheinlich Esprit Alpine nehmen, denn dort gibt es eine Farbe, die es ausschließlich dort gibt und das ist das Dolomitgrau satiniert. Satiniert heißt matt, sieht unheimlich geil aus, haben wir euch beim Austral gezeigt, könnt ihr tatsächlich vorbeischauen. Wir besprechen noch über die Bereifung. 19 Zoll geht es los beim Espace. 20 Zoll ist dann Serie bei uns und das ist auch das höchste Maß, das ihr beim Espace bekommen könnt. Wir kommen gleich zum Heck, aber ich wollte es euch eben hier sagen, was ich gemeint hatte mit diesem Van-artigen. Durch dass die Scheibe hier hochkommt, sieht das hier einfach durch dieses langgezogene hier tatsächlich so ein bisschen vanhaftig aus. Also das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Wir haben hier auch einen Spoiler, auch die abgedunkelten Scheiben hier natürlich und bei den neuen Renault-Modellen, was ich schick finde, sind die neuen Rückleuchten, alles in LED, die Blinker sind sogar dynamisch, sieht einfach modern aus. Das neue Renault-Logo sieht auch modern aus,
Das E ist ja so, das ist das besondere E, was für die elektrischen Modelle von Renault steht. Das hier hat auch ein bisschen mit Elektro zu tun. Deswegen ist es cool, wie sie das in den Espace-Schriftzug eingepasst haben. E-Tech Hybrid steht dann auch hier. Kommen wir noch zu. Und dann haben wir es, seht ihr auf eurer Seite, hier so ein Luftauslass angedeutet. Man sieht auch ganz klar, dass es kein echter ist. Trotzdem wirkt das Auto hinten natürlich ein bisschen breiter. Passt. Und auch hier natürlich nochmal so ein bisschen schwarze Elemente, wie man das auch an der Seite und vorne schon gesehen haben. Rückfahrkamera ist außenstehend. Über den Trittschlüssel oder halt diese Klappe geht dann der Kofferraum auf. Jetzt ist es so, dass ich mit meinen 1,85 hier nicht runterpasse. Muss ich ein bisschen ducken. Und ihr seht schon, aha, es gibt auch hier wieder den Siebensitzer. Das ist eine tolle Sache. Man hat dann natürlich weniger Stauvolumen, wenn man jetzt alle Bänke aufgeklappt hat. Hier kann ich aber noch ein paar Sachen runterschmeißen, und zwar Warndreieck und alles, was dann sonst so rumfliegen würde. Ihr wollt jetzt aber natürlich harte Zahlen wissen. Ihr wollt wissen, was passt da jetzt rein. So sind es 159 Liter, wenn die dritte Rückbank nur umgeklappt ist. Sonst kann man dann auf 477 bzw. 777 erweitern, wenn man die dritte Rückbank nach vorne schiebt. Und wenn man die dann auch noch umklappt, sind es 1714 Liter. 1818 Liter wären es beim Fünfsitzer. Also ihr seht, da ist auf jeden Fall genügend Platz und man hat trotzdem noch genug Platz zum Sitzen. Dann Heckklappe wieder zu. Anhängelast gibt es auch, 750 Kilo ohne eigene Bremsanlage. Hat der Hänger eine eigene Bremsanlage, dann dürft ihr mit dem neuen Espace 1500 Kilo ziehen. So, da seht ihr ihn, den 1,2 Liter Dreizylinder mit 130 PS. On top kommt ein Startergenerator, on top kommt noch eine 50 Kilowattstunden Elektromotor und wir sind mal nachher bei einer Systemleistung von 199 PS, 203 Newtonmeter, 8,8 Sekunden auf 100 und 175 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit mit eurem S-Bass. Das ist ein Hybrid, ein Vollhybrid, der aber quasi ja, wie ein Vollhybrid erstens genutzt werden kann. Das heißt, er kann teilelektrisch fahren in der Stadt und man kann aber auch mit beidem fahren, also mit beiden Motoren. Oder man kann ihn auch als Generator nutzen, was man ja mittlerweile auch kennt. Das heißt, der Verbrenner lädt dann quasi die Batterie auf und man fährt dann elektrisch. Also da ist relativ viel möglich, hilft alles, um dann möglichst sparsam zu fahren. Denn zum Verbrauch kommen wir natürlich jetzt auch noch. Der Verbrauch ist hier, also nicht der Verbrauch, aber der, ich sage jetzt mal, die Tankklappe, die ist hier. Und während ihr jetzt hier noch hinspaziert, gucke ich nochmal auf meinen Zettel. Er ist nämlich angegeben mit 4,6 Liter, 108 Gramm CO2 stößt er aus und 55 Liter gehen insgesamt rein in den Tank. Und ja, 4,6 Liter für so ein großes SUV ist ja gar nicht schlecht. Und wir haben den Verbrauch noch getoppt. Ja, so sieht das aus. 4,2 Liter habe ich geschafft und ich bin mir sicher, man kann es noch drunter schaffen, wenn man halt wirklich sparsam fährt, auch in der Stadt dann wirklich die Elektromobilität nutzt. Wenn man ihn aber ein bisschen schneller fährt, auch mal überholt, auch mal den Sportmodus nutzt, dann landet man halt auch wieder schnell bei 6 Litern oder mehr. Liegt also wie immer an eurem Gasfuß. Bevor wir reingehen, zeigen wir euch immer den Schlüssel. Das ist die Keycard von Renault mit dem neuen Renault-Logo und dann haben wir hier Öffnen, Verriegeln, Kofferraumtaste und einmal die Lichttaste. Richtig, wenn man die Keycard von Renault hat, braucht man quasi den Schlüssel nicht. Den kann man dann in der Tasche lassen und dann öffnet das Fahrzeug, wenn man hinläuft und verriegelt dann auch, wenn man wegläuft. Man könnte aber trotzdem hier noch die Taste an der Tür nutzen. Hinten hat er das an der Tür nicht, aber wie gesagt, der wird ja automatisch verriegeln, wenn ihr weglauft. Somit haben wir es ja trotzdem quasi an allen Türen. Und ich gehe jetzt rein und zeige euch den neuen Innenraum des Espace. Dann herzlich willkommen hier im Interieur. Wir starten wie immer mit den Materialien an der Tür. Die sind hier oben wirklich schön weich unterschäumt. Wir haben Ambientebeleuchtung in der Tür, dieses Alu-Zierelement, schön weiche Belederung um den Arm und erst unten ist es dann Hartkunststoff, ist völlig in Ordnung. Ja. Wir haben jetzt hier die optionale für 950 Euro, die optionale Harman Kardon-Anlage, 475 Watt, macht einen guten Klang. Wer also noch diesen Musik-Touch möchte, sollte die dazu nehmen, damit man eben bei dem Familienausflug noch ein bisschen unterhalten wird mit guter Musik. Das ist die Einstiegsmelodie, die man da erhält. Was ich noch, bevor wir über die Materialien weitersprechen möchten, erwähnt haben möchte, das gefällt mir sehr gut, dass wir hier den Dachhimmel und die A-Säule in so einem Anthrazit haben. Also nicht dieses klassische Weiß oder Schwarz, was man so kennt, sondern einfach mal so was anderes. Das ist mir einfach positiv direkt aufgefallen. Für
700 Euro und ein paar zerquetschte, ja nee, genau, 700 glatt, gibt es ein Head-Up-Display, das zeigen wir euch auch gleich noch, das haben wir hier mit an Bord. Das hier ist auch so ganz leicht gummiert, das hier ist wieder unterschäumt, schön weich, hier sieht man auch die Ambiente-Beleuchtung, ein schönes Holzdekor, die Lüftungsdüsen und hier auch das hier ist, ja nee, das ist dann hart, aber hier, wo das Knie auch mal anschlagen kann, ist es nochmal schön weich überzogen. Wir haben dann hier auch noch zwei Cupholder, USB-C-Anschlüsse, wir haben einen 12-Volt-Anschluss und jetzt kommt der große Clou, typisch S-Bars, hatten wir auch beim Vorgänger. Wir haben hier ein induktives Ladefach und man kann dieses Fach einfach beliebig verschieben, hat hier einfach nochmal eine große Möglichkeit, was abzulegen, trotzdem Mittelfach hinten. Also das ist ein cooles Gimmick, wo man hier einfach nochmal sich Platz schaffen kann und hier haben wir dann eine klassische Mittelarmlehne, ja, klappt dann seitlich auf und hat man auch mal genug Platz. Also Platz, finde ich, hat man hier trotzdem genug. Auch große Türablagen. Ich finde, da findet man schon genug Fläche, um sein Zeug eben abzulegen. Also ich denke, das passt dann für jeden. Das Lenkrad, das moderne von Renault, gefällt mir eigentlich auch wirklich gut, muss ich sagen. Mir hätte es noch besser gefallen, wenn diese dritte Speiche nicht in diesem Piano schwarz wäre, sondern auch in diesem Alu, was wir hier oben haben. Das hätte mir besser gefallen, wenn man hier halt die Fingerabdrücke so sieht. Aber ansonsten ist das ein sehr, sehr schönes Lenkrad. Fühlt sich auch haptisch wirklich sehr gut an. Und dann haben wir hier eine frei belegbare Favoritentaste. Ansonsten kann ich hier die View ändern. Und ansonsten habe ich hier die große Assistenz, wo man hier einstellen kann. Obacht, diese Pedals hier hinten sind nicht für die Gänge, sondern für die Rekuperation. Man kann tatsächlich rekuperieren mit diesem Auto bis fast zum vollständigen Stillstand. Wir haben natürlich hier die große Displaywelt. Ihr könnt mal gerne vorbeischauen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es geht. Wir haben die Zündung nämlich noch gar nicht an. Aber ich habe mir jetzt die Navigation hergeholt. Ich mache jetzt auch die Zündung mal kurz für euch an, damit ihr das eben seht. Dann fährt auch mein Sitz nach vorne auf meine zuletzt eingespeicherte Position. Ich habe, wie gesagt, die Navikarte. Man kann sich aber auch so eine Assistenzanzeige sich herholen. Man kann aber auch zum Beispiel sich die minimalistische Anzeige sich herholen. Man kann die klassischen Tachometer sich herholen oder halt dann eben die Navi-Anzeige. Also ihr seht schon, da ist viel möglich, kann man viel konfigurieren und das ist auch gestochen scharf und das gefällt mir an der Stelle gut. Und da sieht man natürlich auch schon so ganz leicht in der Navikarte, über was das Infotainment-System basiert, nämlich über Google. Ihr seht das Head-Up-Display, das direkt an die Scheibe geht. Rechts auch jetzt ganz schwer zu erkennen, aber man erkennt es, glaube ich, doch ganz gut, ist der Verkehrszeichenassistent. Er hat jetzt hier kein Schild erkannt, weil wir hier auf einer Privatfläche sind. Dann die Digitalgeschwindigkeitsanzeige, oben dann noch die Assistenzanzeige und Navigationsanweisungen würden wir da auch sehen. Also ein schönes Head-Up-Display direkt an die Scheibe. Dann sehen wir hier das Infotainment-System. Das ist natürlich über Google läuft das und ist halt auch wirklich fix. Also ihr seht schon, das läuft wirklich flüssig mit. Ja. Das ist dann logischerweise auch Google Maps und habt da dadurch dann natürlich auch Echtzeitnavigation. Das ist wirklich ein flüssiges System, ein schönes System. Wir haben dann natürlich die verschiedenen Punkte, wo man reingehen kann, Medien und so weiter. Aber hier spielt dann noch so ein bisschen die Musik. Zum Beispiel haben wir die Fahrmodi und das ist auch ganz interessant bei Renault. Die Ambientebeleuchtung, die konfiguriert man nicht einmalig, sondern die konfiguriert man pro Fahrmodi. Das heißt, wenn ihr immer die gleiche Ambientebeleuchtung habt, müsst ihr halt einmal durch jeden Fahrmodi durch und die gleiche einstellen. Ansonsten könnt ihr das so machen, Komfort blau und beim sportlichen Modus zum Beispiel dann rot. Wenn ich jetzt da mal aber reingehe, damit ihr mal seht, wie viel man denn einstellen kann. Also es gibt, denke ich, für jeden genügend Ambientebeleuchtung. Es dürften also über 64 Farben sein. Ich denke, da ist für jeden was dabei, damit wir das auch mal wieder abgehakt haben, mein Lieblingsspezialgebiet. Ansonsten haben wir so eine elektrische Range, wir haben die Drive-Modi, Fahrassistenz kann man einstellen, die Sitze, wir haben hier auch Massagefunktion, Fahrzeugeinstellungen, da finden wir solche Dinge wie zum Beispiel, was er machen soll, wenn man zuschließt, Scheinwerfer, Fahrgastraum ist auch noch interessant, man kann zum Beispiel das Head-Up-Display einstellen und eben auch die frei belegbare Taste, also die Favoritentaste und da habe ich mir die Massage draufgelegt. Das heißt, sobald ich diese Taste drücke, beginnt die Massage. Kann man sich frei konfigurieren. Also ein sehr einfaches System findet man sehr schnell zurecht, auch wenn man von einer anderen Marke kommt. Es läuft sehr flüssig, da kann sich VW eine Scheibe von abschneiden und ist einfach ein super System. Jetzt hier auch mit Google kennen wir auch schon vom Megane E-Tech, haben wir euch gezeigt, oder halt eben auch vom Austral, von allen modernen Renault-Modellen. Und hier haben wir dann auch noch ein paar haptische Tasten, wo man sich dann die Klima-Menü Sachen einstellen kann, auch zum Beispiel die Frontscheibenheizung, Frontscheibengebläse und so weiter. Warnblinkertaste ist auch weiterhin noch eine haptische Taste. Letzter Punkt ist und bleibt bei uns immer das Thema Platz.
Ich bin immer noch 1,85. Ich denke, ich wachse auch nicht mehr. Ich habe zur Tür genügend Platz. Selbst durch oder mit Panoramadach habe ich hier noch überall genügend Platz. Also da könntet ihr locker, ich denke mal 1,90, 95, vielleicht sogar 2 Meter sein. Ansonsten sitzt ihr mal bei eurem Renault-Händler des Vertrauens Probe. Ich habe auch hier genügend Platz und ich sitze hier einfach wirklich richtig bequem auf diesem Sitz. Wir haben ja hier einen schönen weißen Ledersitz, ist aber ausstattungsbedingt. Also den gibt es tatsächlich auch nur für Iconic. Passt, genug Platz und sehr bequem. Jetzt steigen wir mal durch die verschiedenen Reihen. Jetzt bin ich ja doch recht fasziniert von diesem Auto, ihr wisst das. Aber ich muss jetzt doch so ein bisschen Kritik üben. Ja, ich weiß, euch ist das gar nicht so wichtig. Aber die Materialien sind tatsächlich hier oben schon hart. Finde ich immer schade, gerade wenn man hier auch die höchste Ausstattungslinie hat. Um den Arm herum ist es aber natürlich weiterhin genauso weich. Und auch das Dekor ist geblieben. An der Rückseite der Sitze finden wir Netze. Da kann man einiges reinlegen nochmal. Ja. Wir haben auch hier eine eigene Lüftungszone. Die kann man nicht von der Temperatur einstellen, aber von der Zirkulation. Und 2 USB-C-Anschlüsse finde ich dann auch hier. Isofix haben wir an den äußeren Sitzplätzen hier. Und das ist auch weiterhin natürlich dieser schöne weiche Ledersitz in Weiß. Ich habe gleichzeitig mit meiner Armauflage und den Cupholdern, wo ich den Arm noch dran vorbeilegen kann, dann die Durchreiche auch klassisch. Das ist also quasi integriert und kann dann die hinteren Passagiere streicheln oder den Hund, falls er da liegt. Wenn ich das jetzt wieder nach oben klappe, dann seht ihr, dass man hier auch mal zu dritt sitzen kann. Das ist auch ein eigentlich vollwertiger Sitz, ist eigentlich schon auch weich, muss man sagen. Mitteltunnel auch nicht groß. Also hier könnte man auch mal zu dritt sitzen, tatsächlich 3-4 Stunden, wenn man jetzt hier nur zu viert insgesamt mitfährt, also quasi jetzt nur zu zweit hinten, dann ist es gar kein Problem. Dann habe ich auch mit meiner Körpergröße von 1,85 hier nach oben noch genug Platz zur Seite. Allerdings die Kopfstütze, die ist ja wirklich butterweich. Die hat ja hier quasi so ein richtiges Kissen. Das ist butterweich, allerdings geht sie mir nicht ganz hoch genug. Das heißt, ich müsste mich hier so ein bisschen reinfallen lassen und dann könnte ich hier auch entspannt sein. Die Lehne lässt sich natürlich auch nochmal verstellen. Genauso kann ich natürlich hier die Sitze nach vorne und nach hinten schieben, um natürlich mehr Kofferraumvolumen zu generieren oder halt auch den hinteren Passagieren einfach noch ein bisschen mehr Beinfreiheit zu ermöglichen. Jetzt wollte ich gerade schon aussteigen, aber guck mal nach oben. Natürlich haben auch wir hier noch was vom Panoramadach, weil das einfach so groß ist. Und ja, das ist doch eine tolle Sache. Hi. Hallo. Hallo. Wir gehen noch in die dritte Sitzreihe und tada, habe ich euch ja schon gezeigt, man kann diese Sitzbank nach hinten und nach vorne schieben. Jetzt habe ich das mal ins Maximum geschoben. Ich mache mir den Spaß jetzt, aber ich sage es euch gleich, die dritte Sitzreihe, die man hier hinten findet, ihr seht es ja auch schon an meiner Einstiegsmöglichkeit. Also das ist im Prinzip für Kinder. Ich mache es jetzt aber natürlich trotzdem mal für euch. Ich sitze hier jetzt nicht so bequem und wenn ich die dann zurückklappe, hätte ich jetzt noch Platz, aber die ist ja noch nicht richtig zurückgeklappt. Wenn ich das jetzt mal so mache, dass die vor mir sitzen könnten, ja, dann ist das Ganze schon recht beengt. Stoß auch oben an. Was ich aber habe, sind Cupholder und ich habe auch noch 2 USB-C-Anschlüsse tatsächlich. Trotzdem ist es hier eher für Kinder geeignet. Aber ich wollte es euch mal der Vollständigkeit halber natürlich mal gezeigt haben. Für eine minimale kurze Fahrt würde ich es mitmachen. Wir starten zum Fahreindruck. Davor natürlich wie immer in den Rückwärtsgang einen Blick geworfen und damit in die verbundene Kameratechnik. Ich finde tatsächlich, dass die Kamera sehr scharf ist. Also da kann sich zum Beispiel auch Skoda noch eine Scheibe von abschneiden. Man sieht da gut was. Die Linien lenken auch mit, wie ihr das seht. Ja, das wippt auch so ein bisschen mit. Und man hat dann auch hier die 360-Grad-Kamera dann an der Stelle. Man kann auch nochmal zum Beispiel jetzt hier drauf drücken, dann sieht man das nochmal in großer Darstellung oder ich gehe jetzt hier auf 360-Grad-Kamera und dann kann ich hier einfach roundabout ums Auto laufen. Das ist schon wirklich cool, kann auch hier von oben das Auto angucken und sagen, ah, da müssen wir da drüber wischen. Kleiner Spaß, aber ihr seht dann ganz gut, wenn jetzt zum Beispiel dieser Grünstreifen eben der Bordstein wäre, ja, dann würde man eben sofort erkennen, okay, da stoße ich jetzt an oder halt eben nicht. Und wie ihr seht, blinken da sogar die Blinker mit. Das sind ja immer so Details, die mir einfach total gut gefallen, auch hier vorne tatsächlich. Ja, also von dem her, Kameratechnik ist in Ordnung. In der Nacht könnte sie trotzdem noch ein bisschen besser sein, aber ansonsten habe ich da gar nichts zu bemängeln. Ist wirklich eine super Technik. Und jetzt schauen wir uns noch an, wenn ich jetzt in D gehe, zack, springt die Frontkamera an, so muss es sein. Also, das ist schon mal sehr, sehr gut für so ein großes SUV. Zwei Dinge, die mir direkt aufgefallen sind, als ich die ersten Meter gefahren bin, das ist die Lenkung und das ist das Fahrwerk.
Die Lenkung ist total leichtgängig. Ja? Also das fühlt sich an, wie ich einen Renault Clio bewegen würde. So leichtgängig ist das. Wirklich ganz, ganz sanft. Wenig Lenkaufwand, um hier wirklich viel zu machen. Und man braucht jetzt hier auch kein sportliches Lenkgefühl, weil wir haben ja hier keinen Meguan RS oder sowas. Und dann passt das auch. Ja? Wenig Lenkaufwand und ich kann doch relativ viel bewegen. Also wirklich eine angenehme Lenkung für diesen pragmatischen Autoanfall. Und also für so ein SUV, für so ein Familienauto. Da ist das tatsächlich passend. Und das andere ist das Fahrwerk, finde ich für die Klasse in Ordnung. Ja? Muss ich wirklich sagen. Keine Bodenwellen oder sowas, die ja jetzt hier extrem an mich weitergibt. Natürlich bekomme ich es mit, bekomme auch die Straße mit, aber es ist wirklich noch wirklich komfortabel. Was man ein bisschen sagen muss, so Windgeräusche liegt natürlich auch in der Fahrzeuggröße. Die hören wir dann ab 100 schon, wenn man noch schneller fährt, also über 120, 130, da hört man sie dann schon deutlicher, je nachdem natürlich, wie stark es denn windet. Ansonsten ist alles sehr übersichtlich tatsächlich. Zur Rundumsicht kommen wir auch gleich noch. Aber ich sehe das Head-Up-Display natürlich direkt. Ich kann auch alles hier sehr schnell bedienen während der Fahrt. Es ist generell alles sehr leicht bedienbar während der Fahrt. Ich komme überall gut hin. Das ist schon mal so ein Punkt, der mir auch aufgefallen ist. Und es wirkt halt alles so geräumig. Nach vorne komme ich fast nicht hin. Ich komme fast an die andere Seite nicht hin. Es wirkt alles so, als ob man massig Platz hätte. Und wir haben es euch auch schon im Innenraumcheck gezeigt. Man hat halt eben auch diesen Platz. Und das strahlt das Innenraumleben ja einfach aus, dass man hier sich nicht beengt fühlen muss. Zudem, die Ambientebeleuchtung ist auch dezent gehalten. Passt auch alles in der Nacht schön gemacht. Ist für mich nicht zu verspielt, aber auch nicht zu wenig. Genauso soll es sein. Also es gefällt mir schon gut. Während ich jetzt hier wende, kann der Kameramann mal euch die Rundumsicht zeigen. Also vorne rum, klar, haben wir eine große Scheibe. Ansonsten habe ich auch überall Scheiben, wo man gut raussieht. Ich habe auch noch mal eine kleine Scheibe hinten bei der C-Säule. Trotzdem bleibt natürlich ein kleiner toter Winkel an der hinteren C-Säule übrig. Das ist ganz klar, wie bei fast jedem Auto. Ich habe hier aber die ganzen Helferleinen mit Spiegel, Kameratechnik, Totwinkelassistent, die mir da einfach helfen. Und ich hatte jetzt auch mit dem S-Bass tatsächlich kein Problem. In der Stadt merkt man schon, dass er im Komfortmodus, wo ich jetzt meistens unterwegs war, immer wieder auch elektrisch fährt. Wie gesagt, man kann jetzt hier mit der Rekuperationstaste das Ganze auch noch verstärken und dann rekuperiert er schon recht stark. Und dann kommen wir fast zum Stillstand bei, ich kann es euch sagen, bei 8 km/h hört er dann auf. Aber ist schon recht stark, also da kann man so ein bisschen Energie zurückgewinnen, habe ich auch so eine Batterieanzeige und dann kann ich wirklich ganz gut erkennen, okay, für die nächsten paar Ampelstopps reicht es mir dann auch elektrisch. Und somit kann man natürlich wieder Sprit sparen. Ist natürlich auch immer so ein Punkt, wenn man so ein Auto hat für die Familie, dass man halt eben ein bisschen Sprit spart. Das kann hier klappen. Wie gesagt, unser Wert lag sogar auch mal unter dem Normverbrauch. Ansonsten sehr angenehmes Reisen. Ich finde, man merkt nicht, dass man so ein großes Auto fährt. Man merkt auch nicht, dass wir die 20 Zoll haben. Das ist total angenehm. Merkt man halt auch die Plattformerkenntnisse von Nissan und von Renault. Viele Autos haben die und da nutzt man das natürlich und ist halt auch, wie ich finde, komfortabel gemacht. Zudem, wir werden natürlich gleich auch über die Assistenten sprechen und über die Sportlichkeit, wenn man denn so mag, ist der Vorteil von Google natürlich noch der Hygiene. Wenn man mit Kindern tatsächlich unterwegs ist, hat man halt die Späße, wo man dann halt auch so Sachen sagen kann wie, okay Google, wie macht ein Elefant? Das ist ein afrikanischer Elefant. Genau, solche Späße oder man kann halt auch eben sagen, wann ist man da oder erzähle einen Witz und da kann man halt dann die Kinder vielleicht auch ein bisschen unterhalten. Die Witze sind natürlich sehr flach gehalten, aber trotzdem ist es vielleicht für das Kind dann ein bisschen erträglicher, wenn die Fahrt denn noch so lange geht. Ich habe hier meinen Multisense-Schalter am Lenkrad, das heißt, da kann ich bequem ohne große Umschweife zwischen Personalmodus, Eco, Komfort, Sport umschalten. Jetzt bin ich im Sportmodus. Ich merke so ein bisschen an der Pedalerie, dass er mehr zulässt. Von der Lenkung habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass da ein bisschen mehr passiert. Ist aber auch nicht verwunderlich bei so einem Fahrzeug. Erwarte ich da jetzt auch gar nicht. Trotzdem, wir haben jetzt hier 199 PS. Möchte ich halt einmal kurz die 0 auf 100 mit euch im Sportmodus machen, dass wenn jetzt hier der Familienvater oder der Familienmutter zuschaut und sagt, ich möchte auch noch meinen Spaß haben. Verbrenner kommt natürlich dann sofort mit dazu. 30, 40, 50... 70, 90 und die 100 stehen jetzt. Es ist keine Rennmaschine, merkt man auch an den angegebenen 8,8 Sekunden. Soll auch nicht sein.
Das ist ein Familien-SUV, wo man wirklich die Familie mitnehmen kann. Ich finde es trotzdem gut, dass man hier die Möglichkeit hat und direkt am Lenkrad, dann kann man das so schnell switchen. Bei Bedarf, dann kann ich kurz den Sportmodus zum Überholen, da geht dann doch noch mal ein bisschen mehr. Zur Rakete wird er aber zu keiner Zeit mit den 200 PS. Wie gesagt, muss er aber auch nicht. Zur Assistenz zähle ich nicht nur die Assistenz per se mit dazu, sondern eben auch immer die zwei Punkte Licht und Head-Up-Display. Ich habe es ja schon jetzt gesagt, Head-Up-Display geht direkt an die Scheibe, sehe ich alle Informationen, super gemacht. Zusätzlich Licht habe ich auch vorne schon so ein bisschen leicht erwähnt. Ich hatte gute Sicht, schöne Lichtweite auch. Also habe genug gesehen, hatte jetzt nicht das Bedürfnis, dass mich noch mehr Ausleuchtung braucht. Und andere Verkehrsteilnehmer, auch LKWs, haben mir nicht aufgeleuchtet. Somit gehe ich davon aus, dass auch die nicht geblendet wurden. Ansonsten habe ich hier ein volles Package an Assistenz, Querverkehrswarner, was man alles braucht, Notbremsassistent und natürlich auch das volle Maß am adaptiven Tempomaten. Der adaptive Tempomat übernimmt nämlich auch Verkehrszeichen, wenn ich das möchte, ja, und nimmt dann auch Einfluss auf diese. Und ansonsten macht der natürlich Folgendes, und zwar lenkt er dann natürlich mittig mit. Das heißt, ich muss dann nicht hier jetzt pendeln und versucht dann die Spur nicht nur zu halten, sondern er versucht und macht das auch gut, die Spur mittig mitzulenken. Und das seht ihr jetzt auch hier, das Lenkrad lenkt mittig mit. Funktioniert auch super. Und was ich jetzt ein bisschen umständlich versucht habe zu erklären, wenn ich das nicht eingeschaltet habe, dann verlässt er trotzdem nicht die Spur, pendelt dann halt auch eben. Ihr habt es vielleicht noch leicht gesehen, wenn nicht, dann macht es auch nichts. Wir haben im linken Bereich des Spiegels den Totwinkelassistenten. Da waren gute 4 Fahrzeuglängen vorher, somit wäre man da also rechtzeitig gewarnt, wenn da sich ein Fahrzeug im Totwinkel nähert oder auch ein Fahrradfahrer tatsächlich. Und von dem her passt das. Der Verkehrsassistent hat auch immer gut funktioniert, hat auch die limitierten Schilder zumindest erkannt, wo ich durchgefahren bin, auch Ortsschilder. Von dem her ist die Assistenz hier auf einem hohen Niveau, was angeboten wird, aber es funktioniert tatsächlich auch und das ist halt auch immer so ein wichtiger Punkt, weil was bringt mir Assistenz, die ich primär habe, aber nicht funktioniert. Ich kann mich aber hier beim Renault Espace drauf verlassen, funktioniert wirklich gut. Auch die Übernahme der Verkehrszeichenassistent hat gut funktioniert. Somit haben wir hier ein volles Maß an Assistenz und können hier nicht meckern. So, was kann jetzt also das Fazit sein von diesem Auto? Ich meine, ganz klar ist, diejenigen, die halt einen Van brauchen oder einen Van wollen, die finden das natürlich nicht gut. Aber für alle anderen, die sich natürlich damit ein bisschen arrangieren können, ich finde, sie haben es gut gemacht. Dieses Van-artige eben ein bisschen hinten, dieses moderne Design, mal böse gesagt den Austral in lang gezogen, den wir euch gezeigt haben. Er bietet alles, was man heutzutage braucht. Matrix-LED-Licht, Head-Up-Display, eine geile Anlage, großes Panoramadach, moderne Technik, schnelles Infotainment-System, Assistenzsysteme, schickes Design, 20 Zoll Allradlenkung. Viel Platz tatsächlich auch. Also wenn man jetzt wirklich die Vordersitze und die Rückbank nimmt, viel, viel Platz, auch als große Person. Hinten dritte Sitzreihe, klar, eher für kleinere Personen, / Kinder. Aber dafür ist das Auto ja auch gemacht, als Familienauto. Und was mir besonders gut gefallen hat, eben, dass zumindest laut Konfigurator der Siebensitzer nichts extra kostet. Das heißt, es macht im Prinzip nur Sinn, den als Siebensitzer zu nehmen, weil sonst könnte man auch den Austral nehmen und dann klappt man, wenn man die dritte Sitzreihe nicht braucht, die einfach um. Und ansonsten hat man die Möglichkeit, wirklich die Kinder mit vielleicht Freunden auch eben mal wohin zu fahren. Also es ist, denke ich, schon auch wirklich ein Familien-SUV. Vielleicht mehr als alles andere, was man bisher so kannte. Und hat aber trotzdem noch irgendwie das Ganze versteckt in einem schönen SUV-Kleid. Es ist jetzt einfach die moderne Welt. Jeder möchte jetzt eben SUV, kein Van mehr. Deswegen passt sich Renault an. Ist einfach so. Das Einzige, was mich persönlich so ein bisschen stört, ich meine, ich finde das Auto brillant. Wirklich, die Technik passt alles, es ist Verlass drauf, es ist wirklich alles schön. Also wirklich ein tolles Auto. Was mich persönlich halt so ein bisschen stört, es gibt keinen Diesel. Aber die moderne Welt möchte keinen Diesel mehr. Deswegen jetzt modern halt hier mit Hybridtechnik. Funktioniert auch gut, ist auch sehr sparsam. Bin halt trotzdem nach wie vor alte Schule. Ich bin halt ein Diesel-Fan. Ne? Was wäre das gewesen, hier noch einen 2 Liter Vierzylinder Diesel reinzupacken? 200 PS hätten gereicht. 400 Newtonmeter, genial. Aber gut, alte Welt gibt's nicht mehr. Ansonsten habe ich jetzt für euch noch ein, zwei Pünktchen preistechnisch aufgeschrieben. Bei 43.500 Euro geht er ja los. Unsere Variante, so wie es jetzt hier heute steht, kostet 53.240 Euro. Das heißt Iconic mit allem drin,
Wirklich, mehr geht nicht. Und der höchste Preis ist dennoch ein anderer, nämlich 53.650, also knapp 400 Euro mehr. Das ist nämlich Esprit Alpin, denn dort kann man nach einer Mattfarbe wählen und die ist halt einfach teurer. Deswegen ist diese Ausstellungslinie dann am Ende auch teurer als die höchste, weil dort kann man ja auch alles dazu buchen. Lange Rede, kurzer Sinn. Warum ist unsere jetzt doch noch etwas teurer? Weil wir haben das Panoramadach für 1.000 Euro dabei. Wer also das nicht will, spart einen saftigen 1.000 Euro Geld. Ansonsten haben wir eine Kardonanlage 950 Euro, würde ich empfehlen. Head-Up-Display 700 Euro würde ich auch empfehlen und vor allem Matrix-LED-Licht für 900 Euro. Das sind schon die drei Dinge, die ich dazu empfehlen würde. Panoramadach ist nicht jedem seins, kann man weglassen, spart man wahres Geld, 1.000 Euro, dann ist das Ding noch mal ein bisschen günstiger. Ansonsten, wenn man jetzt aber mal unseren nimmt in diesem schönen Nachtblau mit der vollen Hütte, 53.000 Euro. Ich möchte jetzt keinesfalls von einem Schnäppchen reden. Versteht mich nicht falsch. Aber ihr seid, wenn ihr jetzt treue Zuschauer von uns seid, dann stehen wir hier öfters und reden über 60, 70, 80, 90.000 Euro. Auch von Marken, wo wir das gar nicht kennen. Und dann finde ich 53.000 für so ein großes SUV, wo man bis zu 7 Leute mitnehmen kann, mit all der Ausstattung und den guten Materialien, die wir euch heute gezeigt haben. Klar, bis auf die hinteren Passagiere, da ist schon oben ein bisschen Hartkunststoff, das habe ich kritisiert. Aber ansonsten ist das ja wirklich ein tolles, großes Auto mit der Ausstattung. Finde ich 53.000, sage ich mal, für heutige Verhältnisse, wo alles teurer wird, noch fair. Natürlich ist es viel Geld. Man gibt hier für einen Renault Espace 53.000 Euro aus, wenn man alles möchte. Das ist viel Geld, möchte ich gar nicht drum herumreden. Aber es ist für die heutigen Verhältnisse, sage ich jetzt mal, glaube ich, schon noch fair. Jetzt lasst uns diskutieren. Was meint ihr? Ist das zu viel? Ist es zu wenig? Würdet ihr den nehmen? Würdet ihr sagen, ja, dann gehe ich lieber auf Esprit Alpin oder spare da noch ein bisschen Geld? Lasst mich gern wissen, was sagt ihr dazu, dass es jetzt kein Van mehr ist, sondern SUV? Würdet ihr den trotzdem noch kaufen oder nicht? Und dann bin ich einfach gespannt, was ihr sagt. Ja? Ein Abo würde uns natürlich auch herzlich freuen. Dann wachsen wir immer weiter, könnt euch immer mehr solche schicken Fahrzeuge zeigen. Und den hier könnt ihr sogar beim Autostadel Bauer Probe fahren. Genau dieses Modell, wenn er euch interessiert. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Genießt noch ein bisschen die Aussicht und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Freunde.